Anna, bis zu einem Intro. Dankeschön, ihr auch. Ach Gott. Hello. Wo hast du denn die ganzen Klamotten? Boah, unterschiedlich. Zara, Bershka, Stradivarius. Manchmal H&M, aber ich finde H&M hat nicht so, also hat nicht mehr so schöne Sachen. Aber mir gefällt auch die Mode von heute nicht, muss ich sagen. Also dieses, weiß nicht was das ist, 80er-Style oder so, diese ganz kurzen, komischen Jeansröcke und extrem weite Hosen mit irgendwelchen Strasssteinen am Bobbers oder so Schriftzügen. Irgendwie, also das ist gar nicht meins. Aber dafür für jemand anderen, das ist ja, jeder hat ja sonst seinen eigenen Stil und das ist ja auch in Ordnung. Aber mir persönlich gefällt es nicht und H&M hat viel solche Sachen. Manchmal haben die schöne Sachen, aber ja, ist jetzt nicht mein Hauptladen. Du kannst urgut schminken, findet ihr? Ja. Wie geht's dir, wundervoller Mensch? Mir geht's ganz in Ordnung. Danke, Mali. Ich hoffe, euch geht's auch gut, dir geht's gut. Marali. Ich sitze dann immer auf dem Rollstuhl. Hast du noch mit Phantomschmerzen zu tun? Ja. Aber unterschiedlich. Also, ich habe es nicht dauerhaft. Aber mal mehr, mal weniger. Ich sag's euch, das ist nicht schön. Medikamente. Oh, danke schön. Okay, mache ich gleich. Mal jetzt ganz kurz. Die Augenbraue fertig. Und dann gehen wir in die Küche. Beziehungsweise wir rollen in die Küche, weil ich bin im Rollstuhl. Dann geben wir ein kurzes Medikament. Das macht er echt super. Aber danke, dass ihr an mich gedacht habt. Das finde ich toll. Boah, Leute, ich bin so traurig. Ich weiß nicht, ob ihr ein Pandora-Armband habt. Ich habe ein silbernes Pandora-Armband und ich habe so ein Rosé-Gold. Das mein silbernes war das erste. Und
Das zweite war eben dieses Roségoldene. Und das ist auch noch nicht so alt. Und letztens, beziehungsweise am Montag, waren wir in Pandora, weil wir der Mama für meinen Freund so einen Anhänger gemacht haben. Also so mit, wo du selber doch so gravieren kannst. Für die, die sich mit Pandora ein bisschen auskennen. Und ich hatte meine Pandora-Armbänder an. Ich habe sie eigentlich jeden Tag an. Und meinte dann, irgendwie sind meine Augenbrauen gerade schrecklich, naja. Wie das sein kann, dass bei meinem roségoldenen Armband einfach die Farbe abgeht. Geht einfach die Farbe ab. Und dann hat sie das Armband mitgenommen und hat mit ihrer Kollegin geredet. Die war zwar nett, aber bringt mir auch nichts. Und dann hat sie gemeint, ja, das kommt davon, wenn man das Armband nicht pflegt. Und ich dachte mir nur so, was hat das, also ich pflege mein Armband. Ich meine, ich habe hier dieses Bad, da ist auch gerade das Armband drin. Und pflegt es. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass meine Farbe abgeht. Wisst ihr, was ich meine? Dass Silber verfärbt und schwarz wird, wenn man das nicht regelmäßig sauber macht, okay. Weil man trägt es ja auch immer und ne, ist normal. Aber dass die Farbe abgeht, finde ich nicht normal. Und dann schaue ich immer die Armbänder von meiner Mama an und bin neidisch für ihre Armbänder. Die hat sie immer an, zum Duschen, immer. Und das Armband sieht aus, wie als hätte sie es neu gekauft. Das ist so eine Frechheit. Auf jeden Fall ist es dann von Garantie-Dingsbums ausgeschlossen. Schade, oder? Ja. Jetzt habe ich ein verfärbtes, beziehungsweise ein Armband, wo die Farbe abgeht. Und ist vom Garantie voll ausgeschlossen. Ganz toll. Und ich liebe Pandora, ne? Ich liebe es. Ich will die jetzt gar nicht schlecht machen. Aber ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass die da Probleme haben. Und ich finde, du zahlst so viel Geld für die ganzen Anhänger und so weiter. Also ich habe ja ganz, ganz viele Anhänger. Und dann geht da die Farbe ab. Ist doch nicht schön. Darf nicht sein. Aber hey, man hat doch auf alle 2 Jahre Garantie, egal ob Anhänger oder Armband. Ja, eigentlich schon. Aber sie sagen halt, ich habe das nicht gepflegt und ich bin selber schuld. Und deswegen ist es von der Garantie ausgeschlossen.